Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 76. Wir sind hier umzingelt von Ramin und dem lieben Richie. Hallo Richie. Ich dachte, hallo Sacrifice. Ich dachte schon, du hast Ramin zu mir gesagt. Dankeschön. Hallo Welt auch. Ja, wir sind, was sagtest du, auf dem Wege auch zu den Flatwoods, ja? Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zu den Flatwoods, oder? Ja, das ist die Stadt, glaube ich, oder? Aus der wir gekommen sind. Mich musst du da nicht fragen, denn meine Orientierung und meine, vor allem das Merken von irgendwas, nicht so gut. Wie hast du mich genannt? Brahmin? Nein. Das war gut. Nein. Wir sind umzingelt von Brahmin. Ja, nun, okay, da war nur ein Brahmin. Ja. Okay, das ist vielleicht... nein, das war richtig perfekt. Oh, hier ist noch Loot drin. Ich habe gar nicht alle drei Kisten hier geplündert. Ach so? Ja. Aha, bei mir nicht. Oh, hier ist eine offene Tür. Hallo, ist jemand zu Hause? Oh, hier ist eine Notiz. Nein, Delbert Sonnenbrand. Das ist, ja, viel Spaß. Ach. Ein Rezept, dankeschön. Ach, das kann ich auch noch plündern. Hast du das mitgenommen? Das Rezept? Ja, das habe ich eingesteckt. Okay. Ich konnte es auch gerade nochmal plündern. Wir sind aber noch in einer Gruppe. Ja, wir sind noch in einer Gruppe. Oh, ich gehe nochmal einmal Stress-Pipi. Okay. Ach ja. Oh, was ist denn das hier? Ach so, das Geräusch kommt von den Leuchtfackeln. Ja. Hier liegt der Pastor Delbert Winters. Oh. Und er hat eine Überlebensgeschichte bei sich. Gleichzeitig anklicken? Okay. Okay? Ja. Reverend Delbert Winters. Bin direkt hier in der Stadt geboren und aufgewachsen. Hab den Respondern meine Kirche als Außenposten zur Verfügung gestellt. Gern geschehen, übrigens. Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn. Bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt, jedenfalls. Als das alles passierte, dachte ich, wie viele andere, die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, dass wir übersehen würden, vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Also fragte ich ihn. Ich fragte, wie? Warum? Ich habe auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung, wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdreckt. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen, gab jedem zu essen, der mit leerem Magen zu mir kam. Und ich war dankbar für diesen Auftrag. Dankbar! Beim nächsten Weltuntergang wird auch meine Zeit gekommen sein. Aber bis es soweit ist, können wir uns doch ein selbstgemachtes Essen teilen. Nicht? Aua, mich hat genau in diesem Moment eine Mücke gestochen. Oh Gott. Au. Ich weiß nicht, was das mit dem Geldsymbol kam, aber du hast es offensichtlich, was das bedeutet, aber du hast es offensichtlich abgelehnt. Ja. So war es aber nicht gemeint. Delbert's Terminal, möchtest du gucken? Ja, ich bin ja auf Intelligenz geskillt. Ja, okay. Freiwilligentraining. Delbert möchte, dass jeder Freiwillige ein Gericht für das heutige Mitbringen zubereitet. Auf dem Plan für heute steht einfaches Überlebens-Ribeye-Steak. Ja, das könntest du uns dann auch mal basteln. Zubereitung. Fleisch von einer der Kühe aus der Umgebung besorgen. Aufs Feuer werfen, bis kein Saft mehr austritt. Das war's. Das ist ein einfaches Rezept. Okay. Und dann haben wir das Kochbuch für Hausmannskost. Neue Wohlfühlrezepte erkannt. Aktualisiere Datenbank.
Ja, das war's dann schon. Vielleicht musst du das dann gleich nochmal lesen. Vielleicht werden dir Rezepte hinzugefügt. Oh. Das Mitbringen des Tages, der Zeitplan. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr einseitige Ernährung, denn der nächste Wochenplan sieht so aus, dass es von Montag bis Sonntag Ribeye gibt. Aha. Und besonders beliebt ist auf einer Skala von Nummer 1 bis Nummer 10 ist Ribeye Steak. Und Dolberts Tagebuch. Oh je. Okay, ich würde sagen, ich fange ein bisschen an und du liest dann einfach weiter. Es ist nämlich ziemlich viel. Ja. Okay, ich fange mal an. 15. Januar über den Glauben. Ich musste meine Gedanken aufschreiben, denn so langsam fing ich an, den Glauben zu verlieren. Ich schäme mich, das zuzugeben. Ich habe den Zorn mit eigenen Augen gesehen. Das hellste Licht erfüllte den Himmel und ich dachte, er wäre gekommen und mich, um die Gläubigen zu holen. Aber wir sind immer noch hier. Warum? Entweder ist er nicht gekommen oder wir waren nicht gut genug. Ich bete. Ich bete jede freie Minute. Nichts. Ich höre nichts. Früher habe ich etwas gehört. Habe ich doch, oder? Ich kann mich kaum erinnern. Es ist so lange her. 20. Februar? Ja. Ja, 20. Februar. Im letzten Monat habe ich mich schwer getan. Also habe ich viel gekocht. Das hilft, die Nerven zu beruhigen. Zutaten sind so einfach. Mische dies und das und schon ist ein Gericht zubereitet. Das Leben ist jedoch nicht einfach. Und das, was danach kommt? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich wüsste es. Die Responder haben in der Stadt ihr Lager aufgeschlagen. Sie sind eine Mischung aus medizinischen Helfern und Feuerwehrleuten. Sie wollen den Überlebenden helfen. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Das ist etwas, wo ich helfen kann. Ja, wollen wir abwechselnd, oder? Mir egal, ich kann auch weiter. Ich mache gerne weiter auch. Okay. 15. April. Das habe ich jetzt einfach übernommen, oder habe ich dir was abgenommen? Alles gut. Ja, okay. 15. April. Das Kochen für die Überlebenden und die Leitung des Buchclubs und der abendlichen Treffen zur Schuldbewältigung tun mir gut. Aber wenn ich abends nach Hause komme, frage ich mich, warum? Ich war bereit mein ganzes Leben schon. Was habe ich falsch gemacht? 10. Juni. Es freut mich, dass die Responser die Überlebenden so gut aufnehmen. Wir brauchen sie. Gott weiß, wie sehr. Wir müssen dieses Land neu aufbauen. Mir ist etwas Seltsames aufgefallen. Einige der Tiere kommen anders zur Welt. Zuerst dachte ich, es wäre ein Zufall, eine zweiköpfige Kuh. Die sollte doch ins Museum für Fälschungen. Aber dann passierte es wieder. Und wieder. Solche Fehler macht er nicht. 1. September. Die Flut. Es werden viel häufiger seltsame Kühe geboren als normale. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Pflanzen verhalten sich auch seltsam. Pflanzen verschmelzen miteinander, wechseln ihre Farbe und tun andere merkwürdige Dinge. Ist das vielleicht die Erschaffung unserer Welt? Wie nach der Flut? Wenn es so ist, hatten wir Überlebende keine Arche, keinen Schutz. Ich habe die ganze Nacht über Eintöpfe gekocht und Maisbrot für alle gebacken. Wir sind inzwischen sehr viele. Und vielen von uns geht es nicht so gut. Einige haben den Glauben an die Responser verloren und haben sich Banden in den Bergen angeschlossen. Ich bete für sie. Ich bete für uns alle. 10. Oktober. Experimente. Die seltsamen Kühe sind nach wie vor seltsam. Ich habe gehört, wie sie jemand, der aus dem Osten kam,
Brahmin genannt hat. Ich erinnere mich nicht mehr, wie normale Kühe schmecken oder normale Tomaten. Ich habe ein Experiment vorbereitet, um diese Dinge zu beobachten. Ich frage mich, ob uns das Fleisch und das Gemüse schadet? Ich muss das im Blick behalten, um sicher zu sein. In der Zwischenzeit dürften alte, vor langer Zeit abgepackte Lebensmittel wahrscheinlich in Ordnung sein. 8. November. Bonden. Einige alte Überlebende sind aus den Bergen in die Stadt gekommen. Sie haben sich zu einer Bande zusammengeschlossen. Sie wollten Sachen. Sie haben meinen Garten umgepflügt und ein paar Kühe getötet. Ich werde mehr Sachen in die Vorratskammer packen, nur zur Sicherheit. Ich darf nicht vergessen, dass sie da oben eine schwere Zeit haben. In den Bergen kann es nicht viel zu essen geben. 25. Dezember, unsere Zukunft. Ich habe die vielen seltsamen Kühe von den Farmen in der Nähe hergebracht und auf der Wiese freigelassen. Ich denke, dass sie bleiben werden, denn ich habe gutes Heugras gepflanzt. In ein paar Monaten werde ich einige Gärten in der Nähe der Häuser anlegen und ein paar Pflanzenkontrollgruppen pflanzen. Er hat uns nicht mitgenommen, deshalb muss ich bereit sein, wenn er zurückkehrt. Das ist sicherlich eine Prüfung. Ich muss es besser machen. Ich muss dafür sorgen, dass alle genug zu essen haben und bis zum Ende überleben. 25. April. Um Verzeihung bitten. Ich habe mich zuletzt ganz in diese Experimente und die Ernährung der Überlebenden gestürzt. Ich habe ihn gefragt, ob das genügt. Ob er mich jetzt holen kommt? Stille. Ist das Bestrafung? Ich war im Krieg. Ich habe getötet. Ich weiß, dass ich diese Dinge getan habe, aber ich musste das alles tun. Sie haben mich gezwungen. Und ich dachte auch, es wäre das Richtige. Wie kann ich jetzt um Verzeihung bitten? 26. Juni, Frieden gefunden. Ich habe gerade den Gemeindegarten für nächstes Jahr fertig gepflanzt. Jetzt kümmere ich mich noch ein wenig um die Beete hinter meinem Haus. Den Boden zu bestellen verschafft mir Frieden. Ich pflanze gerade Samen ein und werde mich überraschen lassen, was daraus wächst. Sie sehen anders aus als alle Samen, die ich kenne. Gesegnet sei seine Kreativität, oder? Oh. Weiterlesen. Das war's. Hast du das Kochbuch für Hausmannskost gelesen? Ja, ich denke schon. Ja, ja. Aktualisierte Datenbank, ja. Das ist aber schon sehr, sehr bitter irgendwie. Allerdings finde ich das genial. Wir sind ja 25 Jahre jetzt draußen. Also das spielt ja vor allen Fallout-Teilen. Ja. Und ich finde es total genial, dass hier die Geschichte erzählt wird, wie einer zum ersten Mal diese Kühe gesehen hat, wie die geboren wurde mit den zwei Köpfen und dass dann immer mehr gekommen sind. Ich finde es super. Ja. Richtig genial. Allerdings muss man auch sagen, gut, ich weiß noch nicht, wie es hier auf der Karte aussieht. Gab es hier in West Virginia einen Einschlagsort? Also hier so vielleicht auf der rechten, rechts unten, ganz rechts unten könnte das, oder ist das einfach nur eine Wüste? Oder ist das das Symbol des Einschlagsorts? Gab es hier überhaupt einen wirklichen Atombombeneinschlag? Denn wenn ja, dann könnten wir ja keine 25 Jahre danach einfach so hier rausspazieren. Das finde ich auch merkwürdig, ja. Es hat ja alles ziemlich Strahlung hier. Also wir finden ja kein aufbereitetes Wasser oder sowas. Abgekochtes Wasser ist immer noch verstrahlt. Hm. Aber die Frage ist berechtigt. Und so richtig nach Krater... Hier. Oh, wo bist du? Entschuldigung, bitte mal anwählen. Hier startet dann ein Holoband. Ah ja, bist du fertig? Es läuft noch.
spannende Ende von Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods. In der letzten Folge traf Pfadfinderpionier Fred Fischer im Dunkeln auf das seltsame Mädchen Sally. Aber die beiden sind nicht allein. Hier sind noch andere Leute? Ja, die holen wahrscheinlich nur was zu essen. Sind bestimmt bald zurück. Du kannst mit mir warten. Dann geben sie dir bestimmt auch was zu essen. Du musst nur tun, was sie wollen. Was meinst du damit? Wenn sie Spiele mit dir spielen wollen. Spiele? Was denn für Spiele? Ich kenne die Regeln noch nicht so richtig. Meistens sind sie langweilig. Es tut nur weh, wenn sie die Nadeln benutzen. Nadeln? Ja, du weißt schon. Wie beim Doktor. Das klingt für mich nicht nach einem Spiel. Das klingt schrecklich, genau wie diese Leute. Wir müssen von hier verschwinden. Nein, nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Kann dich nicht aufheben. Sally, was ist das für ein Hähn, den du da trägst? Sieht aus, als wäre er an deinem Kopf festgeschraubt. Ja, wo bist du denn? Ja, tut mir leid. Ich bin überladen und kann an der Stelle nicht respawnen. Ich habe jetzt die nächstbeste. Das ist direkt an der Kirche, werde ich rauskommen. Okay. Wenn das lädt, wenn das funktioniert. Heute dauert das irgendwie länger, oder? Als letztens. Aber wir sind höher gelevelt und wir haben mehr Zeug bei uns. Wahrscheinlich liegt es auch daran. Ja, ich weiß es nicht. Und liebe Welt da draußen, ja, es tut mir leid, ich war jetzt nicht sicher und wollte dann doch, dass wir noch ein bisschen was sehen in der Folge. Deswegen habe ich das Holoband leider abgebrochen. Ich war auch nicht so ganz sicher, ob es weiterläuft oder nicht. Oh, ich bin außerhalb des Dorfes, ganz genau an der Brücke vor dem Dorf. Weißt du, wo das Motorrad stand? Ja, ich sehe dich, du bist 90 Meter entfernt. Ja. Sind meine Sachen noch da? Weiß es nicht. Ich sehe, ich habe nur hier eine Tüte hingeworfen. Ja, doch, deine Sachen sind noch da, ja. Okay. Ich habe hier eine Tüte für dich hingeworfen. Die will ich nicht haben. Warum? Ich hab schändliches Zeug aufgehoben. Und ich kann echt nicht rennen. Ich habe Hunger, Durst und Moment, was habe ich denn dann? Was kannst du sehen, was in der Tüte ist? Dein ganzer Schrott, also Aluminiumschrott, Beton, Bierflaschen, Gabeln, Glas und so weiter. Aha. All dein Schrott liegt da drin. Wie sich das anhört, aber das ist ja nicht mal abfällig gemeint. Ja. Also kannst Schrott. Kannst du zu mir kommen, oder? Ich guck gerade, dass ich ein bisschen schneller werde. Da müsste ich irgendetwas essen. Ja, komm, egal. Oh, das hat jetzt nicht so viel gebracht.
Ah, jetzt geht's. Ich wollte auch nicht lachen, aber es ging ja nicht anders. Nee, das ist schon die Situation. So, ja. Die Situation war ja auch perfekt. Erst kommt das Brahmin und wir hören diese gruselige Geschichte von den Ghulen. Ja. Ja, schade, um die habe ich mich jetzt gebracht, so ein bisschen. Okay, ich kann dich schon sehen. Ich denke, in der nächsten Folge werde ich dich erreichen, oder schaffe ich... Ja. Danke, du winkst mich schon her. Winkst mir zu, ja. Ja. Okay. Ja. Und du wirst dann in der nächsten Folge dann deinen Plunder da hinten aufheben? Ganz genau, da kommt einer. Ach so. Oh. Ja, du kannst mich... Ich weiß nicht, ob er sieht, dass er mich abschießen könnte. Wird er sehen, ja. Ich sehe sein Level auch. Stell mich mal hier rein. Ja. Ja, und dann bedanken wir uns recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen würden, wo Richie um seinen Plunder reicher ist. Bis dahin. Ciao. Tschüss.